Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so ein Ablaufventil am Waschbecken richtig montieren und somit dann auch die Ablaufgarnitur mit Hebel einbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal müssen wir unsere Ablaufgarnitur auseinanderbauen. Hierfür einfach mal den Stopsel rausnehmen, den können wir einfach mal auf die Seite legen und anschließend auch das obere Bauteil gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann können wir sehen, dass wir einmal eine Dichtung für oben und einmal eine Dichtung für unten haben. Und dieses obere Bauteil mit der Dichtung geben wir jetzt auch schön mittig einmal von oben durch unsere Durchführung hindurch. Beim unteren Bauteil ist jetzt wichtig, dass die Dichtung auf jeden Fall richtig rum drin sitzt. Hierfür ist normalerweise auch so eine Einkerbung, dass wir das Ganze eigentlich auch gar nicht verkehrt herum anbringen können. Und dann sollten wir einfach mal schauen, dass die Zugstange schon schön gerade nach hinten zeigt. Ich gebe das Ganze etwas nach oben. Meine linke Hand hält übrigens jetzt von oben das obere Bauteil und dann drehe ich auch mit meiner linken Hand einmal schon das Ganze per Hand ordentlich fest. Da sich ein Spezialwerkzeug für den privaten Gebrauch eigentlich nicht rentiert, sollten wir einfach mal einen großen Schlitzschraubendreher zur Hand nehmen und diesen können wir jetzt nämlich auch schon in eines dieser Löcher hier unten drin einmal hineingeben, welche für den Überlauf gedacht sind. Da wir nichts verkratzen möchten, am besten mal noch einen alten Lappen auch hier rumgeben. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir mit dem Schlitzschraubendreher das Ganze im Uhrzeigersinn noch deutlich fester ziehen können. Meine Garnitur ist auf jeden Fall ordentlich fest und es sollte auch kein Problem sein, wenn wir das Ganze wieder etwas zurückdrehen müssen, dass natürlich auch die Zugstange schön nach hinten zeigt. Das sollte auf jeden Fall auch noch dicht sein. Und als nächstes geht es einfach darum, dass wir mal diese Stange hier hinten ganz nach unten runterdrücken und wir können nämlich auch schon dieses kleine Befestigungsteil, was ja auch immer noch mit dabei ist, einmal schon auf die erste Stange draufgeben. Anschließend auf die zweite Stange, welche zur Garnitur gehört, und wenn jetzt beide Stangen ganz nach unten gedrückt sind, dann einfach mal normalerweise mit einem Kreuzschraubendreher hier drüben ansetzen und wir können das Ganze auch schon dementsprechend festdrehen. In meinem Fall kann ich jetzt auch schon einen Siphon dran schrauben. Das ist einfach wichtig, dass wir das Ganze auch auf Dichtheit überprüfen können. Deswegen einmal die entsprechende Dichtung hineingeben und dann einmal an die Ablaufgarnitur im Uhrzeigersinn schon handfest draufschrauben. Wichtig hierbei, man schaut das Gewinde von unten an und handfest sollte normalerweise wirklich vollkommen ausreichen. Zum Schluss geben wir mal noch unseren Stöpsel in den Abfluss hinein, schauen, ob dieser auch wirklich ordentlich schließt und vor allem natürlich auch ordentlich öffnet. Bei mir schaut es eigentlich schon relativ gut aus und weil ich finde, dass jetzt beim geöffneten Zustand das Ganze vielleicht noch etwas weiter offen sein sollte. Deswegen nehme ich mal den Stöpsel noch heraus und wir können hier unten auch schon so eine kleine Schraube erkennen. Wenn ich diese einfach mal gegen den Uhrzeigersinn noch drehe, dann wird der Stöpsel sozusagen auch größer gemacht und ich gebe das Ganze also mal wieder hier hinein und wir können sehen, dass die Öffnung auch auf jeden Fall größer ist, so wie es sein sollte. Bei mir passt alles, weswegen ich jetzt mal das Waschbecken noch komplett mit Wasser fülle. Danach den Ablauf öffne, das Wasser aber trotzdem weiterlaufen lasse. Und danach den kompletten Ablauf mal mit den Fingern auf Dichtheit überprüfe. Bei mir schaut es auf jeden Fall super aus, weswegen wir jetzt auch so ein Ablaufventil schon richtig eingebaut haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine neue Ablaufgarnitur oder vielleicht sogar gleich eine neue Waschbeckenarmatur zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.